Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted U. Im letzten Part haben wir den Militia B2 angefangen und auch schon fast abgeschlossen. Es war allerdings, wie ihr vielleicht gesehen habt, doch sehr knifflig. Und jetzt kommt das letzte Rennen und das ist auch ein schweres, jedenfalls laut Einschätzung des Spiels selbst. Naja, mal sehen, was uns erwartet. Und ich fürchte, oh Gott, was mache ich denn hier? Da komme ich ja gar nicht durch. Ich fürchte, es wird wirklich ein schweres sein, weil es fehlt noch die Tempojagd. Ja, ja, genau, da steht's, Tempojagd, okay. Gut, warten wir mal ab, wie die Strecke ist. Es ist ja auch immer sehr davon abhängig, 193 km/h, okay. Wie die Geschwindigkeit, die wir erreichen müssen zum einen und zum anderen die Strecke beschaffen ist. Da jetzt irgendwelche miesen Stellen drin sind, fiese Kurven, irgendwelche Offroad-Passagen oder ähnliches. Ja. Und die Intros habe ich jetzt häufig genug kommentiert, da sage ich jetzt nichts zu. Alles klar. Okay, dann wollen wir mal. Ach, Moment mal. Ich glaube, diese Tempojagd kennen wir doch. Also zumindest den Start hier auf jeden Fall, wo man hier durchhüpft. Das ist direkt eines der ersten mit dem Porsche gewesen, meine ich. Und die war von der Strecke durchaus nicht ohne. Also ich weiß es natürlich nicht, ob die sich jetzt... So wie ich mich hier anstelle, wird das natürlich nichts. Aber ich glaube, die war allgemein durchaus fordernd. Schauen wir mal. Scheint aber dieselbe zu sein. Also bis dato kommt es mir sehr bekannt vor. Und ich meine, wie gesagt, das wäre beim Porsche gewesen. Also direkt zu Beginn des Spiels. Es müsste ja dann eigentlich... Oh, ein Pro-Teil. Stimmt, ich habe auch noch ein anderes Pro-Teil gerade eben, kurz bevor ich den Part gestartet habe, beim Weg, auf dem Weg zum Rennen, da bin ich schon ein Stück offscreen gefahren, da habe ich noch ein anderes Pro-Teil freigeschaltet. Müssen wir nach dem Rennen hier mal reinschauen. Aber es ist so viel zum Thema schwer. Also, vielleicht ist der Wagen ja auch einfach flotter als der Porsche. Aber hier haben wir jetzt mal einen schönen Beweis, dass schwer nicht immer wirklich heißt, dass es auch schwer ist. Weil das war ja jetzt mal überhaupt kein Problem. Mit dem Porsche damals vielleicht eher, wahrscheinlich habe ich das deshalb so als durchaus fordernd in Erinnerung. Aber... Nee, das war ja problemlos. Aber gut, okay, das soll es dann für den Militia gewesen sein. Und wir widmen uns dann jetzt dem nächsten Fahrzeug, und zwar dem Chevrolet Camaro. Moment, aber erstmal noch die Pro-Teile einsetzen. Zack, einmal die Reifen. Komm schon, ich will das Sternchen weg haben, genau. Und hier, nein, okay, dann war es das Getriebe, ja, kurzes Getriebe pro. Okay, nein, damit. Gut, eigentlich ein Jammer, dass genau jetzt, wo man den Wagen komplett gemoddet hat. Oh, apropos komplett gemoddet, da haben wir jetzt auch einen Most Wanted Wagen, den wir angehen könnten. Das mache ich aber nicht mit dem Militia. Ich glaube, da werde ich mal hier zum... Okay, so viel besser ist er auch nicht, aber von der Beschleunigung hat er mehr Saft. Ja doch, ich glaube, mit dem Lamborghini hier werde ich mal den nächsten Listenfahrer probieren. Weil die Nummer 2 ist seit geraumer Zeit erreichbar. Pagani Huayra. Huayra, okay, komisch. Kenne ich nicht. Ich bin aber allerdings auch nicht so der Autofritze. Vielleicht... Ja, wahrscheinlich präsentiere ich hier wieder meine Unwissenheit. Egal, auf jeden Fall weiß ich noch, Pagani war die Marke mit dem Batmobil, welches ich ja jetzt dann doch nicht gemacht habe. Und in Anbetracht der Wünsche und dass wir jetzt schon fast Most Wanted sind, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Außer ich kriege jetzt hier Proteststürme unter das Video, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Naja gut, auf jeden Fall, ich denke, dass wir hier mit so einem Supersportwagen à la Lamborghini bessere Chancen haben gegen den Pagani. Ich weiß gerade nicht mehr spontan, wie der Wagen aussah und wie der abgegangen ist, aber ja, ich denke, wir werden schon mehr Chancen haben als mit dem Militia oder mit manch anderem. Am besten wäre natürlich der Bugatti Veyron. Der wäre definitiv noch besser, aber mit dem bin ich ja jetzt schon ein paar Mal gefahren. Insofern... Also auch jetzt zusätzlich zum normalen Fahren meine ich jetzt die Listenfahrer. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt mal den Lamborghini hier. Apropos Bugatti, es kam der Wunsch rein, da auch den Supersportwagen noch zu fahren. Und ich habe der betreffenden Person zwar schon zurückgeschrieben, aber ich erkläre es dann hier auch nochmal für euch alle. Das werde ich wohl nicht machen aus dem einfachen Grund, dass es ist quasi derselbe Wagen. Er hat zwar nochmal mehr Leistung, das stimmt.
Ich habe mir das jetzt mal in meinem anderen Speicherstand angeguckt. Also der hat wirklich nochmal einen guten Ticken mehr Leistung. Aber das ist, der Vitesse ging ja schon ab wie Sau. Also ich sag mal so, er sieht genauso aus und er hat halt nochmal einen Ticken mehr Leistung, wovon man jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel merkt, weil der normale geht halt auch schon ab wie sonst was. Dementsprechend denke ich, lieber einen komplett anderen Wagen, wo wirklich noch mehr ein bisschen mehr Abwechslung gegeben ist. Ich denke, das ist auch im Sinne der meisten von euch. Okay, dann bin ich mal gespannt auf das Video von diesem Fahrzeug. Die Listenwagen werden ja immer mit einem schicken Video vorgestellt und die haben mir bislang auch eigentlich immer alle gut gefallen. Mal schauen. Die sind zwar auch alle immer ein bisschen besonders, sage ich mal. Abgedreht kann ich noch nicht mal sagen. Aber irgendwie in einem Stil, der mir gut gefällt. So was Künstlerisches hat. Auch hier wieder. Cooles Video. Gefällt mir gut. Und der Wagen sieht auch verdammt geil aus. Hallo. Okay. Dann schauen wir mal, was die Kiste kann. Ach was. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass wir so schief sind, dass wir da dagegen fliegen. Okay, abwarten. Mal sehen, was der Typ so drauf hat. Boah, mies, dass wir einmal komplett rum müssen. Aha, er ist aber auch gecrashed. Und das nicht zu knapp und ich bin ihm nochmal... Das gibt Nackenschmerzen morgen, ey. Armer Junge. Nochmal schön hinten reingesenkt. Nein! Bin ich reingefahren? Ist mein Reifen platt? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen auf die Schnelle. Ich fürchte aber ja. Ich will jetzt aber auch nicht gucken, sonst baue ich hier noch mehr Unsinn. Also so vom Fahrverhalten merke ich nichts. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Oder es war nur einer. Das hatte ich ja auch schon mal. Nee, man sieht nichts. Ich glaube, ich habe echt Glück gehabt. Umso besser. Und apropos Glück gehabt. Der Pagani tut mir den Gefallen und baut ähnlich viele Crashes wie ich. Immer noch oder schon wieder erster. Oh, jetzt kommt er aber. Na komm, dann machen wir mal einen Korridor. Dankeschön. Ein Jammer, dass man hier die Kontrollpunkte hat. Okay, sonst wäre es auch extrem unfair, aber sonst hätte man da ja herbe abkürzen können. Boah, was eine Kurve. Die Streckenführung hat es in sich. Aber der Kontrahent scheint auch seine Schwierigkeiten damit zu haben. Guckt euch das mal an. Oh, Moment. Da ist er. Was hat denn jetzt gemacht? Habe ich so einen Knick in der Optik gehabt? Als ich gerade gesagt habe, der scheint auch Probleme zu haben. Da war der doch auf der Minimap richtig weit hinter uns. So weit wie wir jetzt hinter ihm ungefähr. Und eine halbe Sekunde später. Okay. Ja, ja, den Tag nicht vom Abend loben, okay. Ja, ja, schnapp dir den Kerl rechts. Wir fahren hintereinander, was für ein Rechts. Manchmal sind die Kommentare schon lustig. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Ja, jetzt crasht doch. Ne, ich meine nicht ihn, aber ich finde es sympathisch, dass er auch gecrasht ist. Hä? Hier darf ich auch langfahren? Das sah gerade erstmal nicht so aus. Ich dachte, jetzt hätte ich das Rennen versaut. Und das... Okay, jetzt habe ich es aber versaut. Jetzt habe ich es versaut. Nein? Ey, Leute, ich bin total konfus. Nee, da ist das Ziel. Okay. Ich bin komplett verwirrt. Irgendwie durch die Darstellung unten auf der Minimap sah das jetzt für mich zweimal so aus, als hätte ich die eigentliche Strecke verlassen. Aber... Scheinbar waren das Alternativen. Und hier war es dann demnach nur, ob man jetzt die rechte oder die linke Spur nimmt. Hier war ja so ein kleiner Streifen dazwischen. Naja gut, unverhofft kommt oft. Nehmen wir mit. Umso besser. Dann müssen wir den guten nur noch crashen. Und dann können wir dieses richtig schicke Fahrzeug in unserem Sortiment begrüßen. Komm her, mein Freund. Mal ein bisschen Noss rein. Komm her, komm. Jawohl. Sehr schön, das ging doch flott. Schöne Karre. Die muss ich mir auch nehmen. Moment, wir haben noch Polizei am Hintern.
erstmal flüchten. Ich wollte gerade sagen, die muss ich mir auch direkt mal angucken, aus der Nähe. Ach, da vorne kommt schon wieder Polizei. Ach, danke. Ein schöner Augenblick dafür. Jetzt sagt, hallo, liebe Polizei, ja? Ich bin ein friedlicher Bürger, der nichts getan hat. Was? Bitte? Ey, das soll mir jetzt mal einer erklären. Der Typ rammt mich, hat aber noch kein Problem. Da hätte ich noch mit gerechnet, so von wegen Spielmechanik. Sobald man Kontakt hat, kriegt man ein Problem mit der Polizei. Aber nix ist, wir kriegen kein Problem. Dann fahre ich da ganz friedlich durch die Werkstatt und auf einmal wird er doch aggressiv. Was war das bitte? Bescheuert. Aber lustig. Ja, Verdächtiger ist weg. Gut festgestellt. Okay, jetzt aber. So, jetzt will ich mir den mal in Ruhe angucken. Erstmal schnell das Pro-Teil noch rein und wann, wo bist du? Pagani. Genau. Okay, von hinten gefällt er mir nicht so. Das sieht mir zu UFO-mäßig aus, aber von vorne finde ich ihn geil. Ja, von hinten, ich weiß nicht, diese... Nee, das sind mir so viele Rohre. Also ich weiß, dass links und rechts sind natürlich keine Rohre, sondern Bremslichter und Blinklichter und sowas, aber... Na, irgendwie sieht mir das zu komisch aus. Von der Front finde ich ihn geil, aber von hinten... Naja gut, den wollten wir jetzt eh nicht fahren, sondern der, wo ist er? Chevrolet Camaro, ich habe ihn eben schon angekündigt, der steht jetzt an. Ach, es gibt so viele schöne Fahrzeuge in diesem Spiel. Die Corvette noch. Zum Beispiel. Oder eine Viper. Oder dieses wunderschöne Muscle-Car hier. Okay. Und sogar direkt in Rot. Freue ich mich doch. Okay, 6 Kilometer, ich springe. Da habe ich jetzt keine Lust, nochmal quer durch die Stadt zu schippern. Okay, ich bin mal gespannt, ob dieser Wagen, weil es ja auch wieder so ein Muscle-Car ist, ob der wieder so eine fiese Geländestrecke mit bei den Rennen dabei haben wird. Ich glaube zwar noch nicht genau, dass es jetzt hier direkt bei der ersten so sein wird, aber wer weiß. Das hatten wir schließlich schon beim Ford Mustang und auch beim, na sagt schon hier, beim Evolution, genau. Den habe ich jetzt nicht im Let's Play drin, aber das habe ich privat gespielt, wo ich ganz am Anfang mal gesagt habe, dass ich den ungern machen würde, weil die Offroad-Strecke einfach nur scheiße war. Also die Strecke war nicht scheiße, aber halt verdammt schwer. Und das dann bei einem Let's Play, da schwitze ich Blut und Wasser. Ist das wieder ein Unterschied jetzt von der Steuerung und allem? Wenn man so einen gerade frisch fertig gemoddeten Wagen mit allen Tuningteilen unter der Haube dann wieder gegen einen noch unbehandelten Wagen eintauscht, sag ich mal, da kommt der einem im ersten Moment... Ja, so langsam vor, muss man so sagen. Ich meine, ist er natürlich nicht, aber jetzt so im direkten Vergleich, wenn man vorher jetzt gerade den voll aufgemotzten Lamborghini gefahren ist, dann macht das natürlich schon was aus. Aber so von Steuerung und Co. fährt er sich gut bislang. Wo wir hier gerade bei... Oh, das war ein fieser Fahrfehler, aber genau das, was ich jetzt ansprechen will, konnte man da gerade auch nochmal sehen. Ich habe das Gefühl, wenn man einen neuen Wagen auswählt... Und man mit ihm fährt, während er noch überhaupt nicht gemoddet ist, dass er weitaus weniger crash-anfällig ist. Ich meine, so wie jetzt hier gerade gesehen, wenn ich frontal in Pfeiler reinfahre, dann crasht er natürlich. Ich habe gedacht, die Kurve kriege ich noch. Mist. Aber bei anderen Dingen, wenn man ein Fahrzeug rammt oder seitlich irgendwo reinbrettert, habe ich wirklich den Eindruck, dass die Wagen, und zwar unabhängig, nicht nur bei diesem hier, sondern auch bei eigentlich allen anderen, die wir gefahren sind, dass die am Anfang weniger anfällig sind. Das ist also, dass sie deutlich mehr mitmachen, bis wirklich ein Crash-Bildschirm kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine verzerrte Wahrnehmung ist, oder das kann natürlich auch sein, dass das damit zusammenhängt, dass der Wagen halt noch nicht so gut ausgestattet ist vom Equipment und deswegen einfach nicht so flott ist. Und dementsprechend man nicht so schnell unterwegs ist. Ist jetzt nur so meine Gedankenkette. Und man deshalb nicht so schnell einen Crash-Bildschirm auslöst. Ich weiß es nicht. Es ist
Ich wollte es einfach nur mal äußern. Ich weiß nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das bislang so aufgefallen ist oder nicht. Weil ich hatte bislang, wie gesagt, doch irgendwie sehr deutlich den Eindruck. Und das auch, wie gesagt, durch die Bank weg. Also egal mit welchem Fahrzeug, auch egal welche Gattung, ob ein Supersportwagen, ob ein Muscle Car wie dieses hier, egal. Ich hatte immer den Eindruck, dass die weniger crash-anfällig sind am Anfang. Okay, das erste Rennen war zwar ja nicht ein Riesenproblem, aber auch nicht ganz unknapp am Ende. Ich springe zum zweiten. Ach so, allmählich möchte ich nicht mehr zu den Rennen fahren. Ich will jetzt die Rennen irgendwie auch absolvieren. Weil durch die Stadtgurken, wir haben ja die ganzen Wechselstellen, da muss man auf nichts mehr schauen von den Sachen her. Und es sind halt viel mehr zivile Fahrzeuge unterwegs. Das heißt dann auch nochmal mehr Crash-Bildschirme. Ich denke, das ist im Sinne der meisten. Ach, und das Intro kennen wir doch auch mit dem Fahrstuhl, der jetzt hier gleich stoppt und dann, genau, einen kleinen Sinkflug einlegt. Wann kommt es? Jawohl. Und tschüss. Erinnert mich an dieses, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Es gibt doch auch so ein Fahrgeschäft auf größeren Rummelmärkten, Kirmes oder wie auch immer man es nennen mag. Jahrmarkt, wollte ich sagen, genau. Freefall Tower oder sowas. Heißt es, glaube ich. Wäre auf jeden Fall eine ziemlich exakte Beschreibung von dem, was ich meine und was wir gerade auch gesehen haben. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So ein rundes Ding. Man sitzt da in einem Kreis drauf, wird nach oben gefahren, relativ ruhig und langsam. Dann bleibt man oben stehen für ein paar Sekunden und dann freier Fall nach unten und ein paar Meter vorm Boden. Bremst das Teil logischerweise dann. Hör mal, Shelby. Der hat doch ein relativ leichtes Fahrzeug, so zumindest von der Optik, gegenüber jetzt so einem massiven Muscle Car. Da sollte der mich nicht so frech rammen hier. Ja, der Polizist schon eher. Der hat ja auch so einen massiven Boliden. Ich finde das so geil, wenn man sein Rennen fährt und dann fliegt er von links nach rechts einer lang vorbei und knallt in eine Häuserwand. Mann, Mann, Mann. Die Cops hier hängen echt nicht an ihrem Leben. Aber das haben wir ja schon oft festgestellt. Ja, eine neue Taktik. Das wäre was. Wie wäre es mit der Taktik nicht gegen Wände ballern? Wobei, ich muss sowas gerade sagen, ne? Ach ja, wirklich, ich musste was gerade sagen. Das ist eigentlich meine Standardtaktik. Oh, an der Lenkung können wir hier aber echt noch was machen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ah, ein Polizist war es auch noch. So ein Sack. Ja, komm, jetzt geh mir doch noch mehr auf den Keks. Ja, ne, das hat's mich ja. Das wird Unfälle geben. Ihr provoziert sie ja auch. Das war's jetzt. Das war's. 700 Meter und ich bin nur noch Vierter. Nur Vierter. Nee. Das müssen wir nochmal machen. Schade. Eigentlich denke ich ja, man sollte nicht so früh aufgeben. Also ich habe jetzt in dem Moment, wo ich neu starten gedrückt habe, zu neu versuchen. Ey, ich denke jedes Mal, das wäre ein normaler Perler. Also den man umfahren kann. In dem Moment, wo ich auf Event Neustarten geklickt habe, habe ich mir gedacht, nee, komm, das hätte noch zu Ende fahren sollen. Weil ich glaube zwar nicht, dass ich das noch gepackt hätte, aber man weiß es ja nicht. Ich meine, wir waren zwar Vierter, aber die ersten drei waren ja relativ nah beieinander. Und manchmal, wenn man volle Lotte Nos reinknallt, schafft man es ja doch noch. Gut, ich glaube nicht, dass gerade das war schon zu viel Abstand. Also die hätte ich nicht mehr erwischt, aber trotzdem. Beim nächsten Mal fahre ich es zu Ende. Also wenn es völlig hoffnungslos ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Hinterhaltrennen, wo man den Cops entkommen muss und man ist bereits auf der Silberzeit, dann startet man auf jeden Fall neu. Man will ja schließlich Gold erreichen, also den ersten Platz. Aber so beim Rennen, man weiß nie. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, dass ein sicher geglaubter Sieg doch noch flöten gegangen ist und durchaus auch, dass ein Rennen, wo man, das man schon längst abgeschrieben hatte, dann doch noch in einem schönen Finish zu unseren Gunsten entschieden wurde. Also immer abwarten bis zum Ende. Und hier kommt wieder genau. Boah, ich will die Rennreifen haben. Der Camaro ist ein schönes Fahrzeug, aber so von der Lenkung ist noch Luft nach oben. Und die Aero-Karosserie macht da ja... Oh Moment, Quatsch. Leichtbauchassis. Macht da ja auch noch was aus. Ach, ich dachte gerade, wir sind Zweiter, aber das ist der Kopf.
Und naja gut, den hat sie jetzt auch noch gefetzt. Sehr schön. Gut, jetzt hat es doch wunderbar geklappt. Und dann habe ich meine Rennreifen und das Leichtbauchassis. Und im nächsten Rennen sollte es dann auch besser werden von der Lenkung. Ich hatte ja sogar die Geländereifen drin, richtig. Okay, jetzt war erstmal... Das Kommentar mag ich. Sichtkontakt verloren. Wir sehen zwar noch nicht, aber dann dürfte ich ja schon im Fluchtmodus sein. Nein? Na super, okay. Dann hat er wohl nicht mich verloren, sondern irgendeinen anderen. Naja, was soll's. Ja, jetzt aber. Tschüss, Freundchen. Ja, ja, man merkt das. Ich habe das während des Let's Plays schon ein paar Mal gesagt, aber ich liebe es, das Rennen zu gewinnen mit Leichtbauchassis und Rennreifen. Dieser Unterschied danach, wenn man die beiden Teile eingesetzt hat, ist einfach so deutlich spürbar von der Lenkung her. Also das ist mir 10-mal wichtiger als Beschleunigung, Topspeed und Co., dass die Lenkung vernünftig ist. Okay, oh, ach was. Most Wanted Rennen verfügbar. Leute, der erste. Ist euch klar, ne? Wie viel, uppala, wie viel haben wir denn zum... Oh Gott, 6 Kilometer. Fahre ich das jetzt noch? Ah, ich sehe gerade auf die Zeit, das Rennen schaffen wir eh nicht mehr. Dafür ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ne, ne, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann beim Rennen, da fahre ich dann offscreen hin. Denke ich jedenfalls mal. Wobei, ich mache für heute Schluss mit dem Aufnehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Und dann mit dem nächsten Rennen, den Most Wanted Fahrer Nummer 1, werde ich aber mir noch ein kleines bisschen aufheben. Den fahren wir, denke ich mal, noch nicht im nächsten Rennen. Wir haben auch so oder so noch einige Wagen von euch, die gewünscht wurden. Der Camaro hier ist ja noch nicht ansatzweise fertig. Da werden noch 3 Rennen, ne? Ja, 3 Rennen kommen. Und dann wird noch der, was muss ich gerade gucken, der Hennessy. Oh Gott, das wird auch nochmal eine Nummer. Der Hennessy hat ja auch wieder richtig Saft und Leistung. Und das macht das Fahren nicht unbedingt einfacher, weil man nur wenig Reaktionszeit hat. Der wird also noch kommen. Dann der Cobra Shelby für meinen Bro und der BMW M3. Ist doch einer. Ich habe das jetzt schon 10-mal gesagt. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das überhaupt einer? Ja, M3. Okay. Ja, in diesem Sinne, diese Wagen werden noch kommen. Ob noch was darüber hinaus, kann ich im Moment nicht sagen. Ich bin im Moment eher auf neue Titel fixiert. Also, beziehungsweise ich will neue Let's Plays anfangen. New Super Luigi U ist ja jetzt schon draußen. Und Mass Effect 3 wartet auch schon kribbelig. Aber so, genug der Worte. Bis zum nächsten Mal. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Macht was draus. Schönen Tag noch. Euer Gorok. Ciao.